Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum nächsten Part. Wir gehen dann mal zum Minenkommandant. Passt auf euch auf da draußen. Ah, wir dürfen passieren. Sehr schön. Dankeschön. Sehr schön. Und los geht's. Den Eduken-Teil können wir auch angucken. War eins der Heimat unseres Clans. Oder eben Karadins Kreuzung. Wir gehen mal zu unserem Teig. Das Eduken-Gebiet. Vielleicht finden wir hier auch noch ein paar schöne Sachen. Die Liliana gerne rausschmeißen, dann kann uns halt keiner mehr Türen oder Truhen öffnen. Das ist halt beides total scheiße. Dunkle Brut, hiha, endlich mal wieder. Ah, das ist ein Gesandter, Kacke. Ich verstehe. Morgan, dein Auftrag. Selbst heilen. Komm schon, geht doch. Jetzt nur die Billig-Varianten klatschen. Den Rest überlasse ich mal denen. Sammeln wir hier ein bisschen ein. Ein zerbrochener Stein. Wie jemand. Momentum aktiviert. Heieieiei. Irgendwie, glaube ich, war ich in diesem Teig ja schon mal. Ein Genlock einfach. Da ist der Gesandte. Sehen jetzt erst. Komm schon. Sehr schön. Mist. Aber gefallen. Dann eben mit denen hier ein bisschen aufräumen. Die haben sich da relativ schnell schon wieder alle drin verbreitet, merke ich gerade. Naturkristall. Ja, und nicht verkehrt, aber noch ein bisschen schwächer auf der Brust, das Ganze. So, hauen wir erstmal wieder alle Fähigkeiten rein. Und dann bekommst du ein schwaches Ausrüstungskit. Hätte ja fast geklappt. Wird erledigt. Langbogen der dunklen Brut. Schon unterwegs. Gesandter. Noch ein Genlock. Stein. Kleiner blutiger Sack. Ein Sack mit Gliedmaßen. Der Brecher, das Ritual. Da werden wir also hier was suchen können wieder. Ja, natürlich. Schön. Ah, da haben sie uns schon gespielt. Spät. Ich bin bereit. Erspäht. Nee, doch nicht. Wird erledigt. Dann kommt mal mit. Wir gehen dann nämlich erst hier lang. Ich werde es tun. So, wie wir schon mal diesen Tag betreten haben. Und Attacke!
Na schön, dass Shade auch mal kommt. Nachdem wir die Hauptarbeit schon erledigt haben. Oh, 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 shit. Zwei Herlock-Gesandte. Volles Karacho-Team auf die. Beenden wir es. Shit. Shit. Rückzug hier rüber. Die sollen zu uns kommen. Ich will es tun. Ich werde es tun. Gut, das ist jetzt. Haha. Ja, ja, wir ziehen uns nur ein bisschen zurück. Dann heilen wir dich auch. So. Und volles Rohr Attacke auf den. Während Morrigan erstmal noch einen Heilzauber reinhaut. Und ich gerade am Überlegen bin, wie ich das mache. So soll es sein. So, der muss weg. Erstmal noch ein schwerer Umschlag. Fehlgebrüll. Ich verbiegt schon eins. Betäubung. Kacke. Kacke. Jetzt ist Shane noch der einzige, der da ist. Nächste Axt mal eins. Also zwei Herlock-Typen sind ja hier mal sowas von mies. Die zwei Magier haben mich gerade solo geplättet. Das gibt's ja gar nicht. Scheiße. Eine der wenigen Klassen, die mir Schaden zufügen kann, sind echt diese verkackten Magier. Dass man dagegen jetzt so eine schöne Abwehr kriegen kann. Na toll, jetzt haben wir das hier auch noch nicht. Ach, verdammte Mai Kruzifix. Komm schon. Da machen wir jetzt alles auf eine Karte. Wo ist der Magier? Sehe ihn nicht. Ah, ganz leicht. Der greift noch gar nicht in den Kampf ein. So, dann Attacke. Ich glaube, ich brauche auch mal dieses Mal in dem Gefängnis. Und Heilung. Duran, schnell heilen. So, dann auf zum Gesandten. Und einmal Heilung. Ach Mist, jetzt hat er dieses Siegel drauf. Die sind verdammt gut, was die Regeneration angeht. Muss man echt mal sagen. Und er verreckt jetzt an diesem komischen Leiden oder was? Nein. Oh, Gott sei Dank. Gerade so geschafft. Puh, die Magier sind wirklich jetzt Top-Gegner für mich. Zusammenziehen. Ja, und den da hinten, die haben wir jetzt schon als Gegner markiert. Unweigerlich. Wie ihr wünscht. Ich bin soweit. Dann gehen wir halt einfach mal in die Richtung da hinten. Was auch immer ihr wünscht. Ich glaube, Shale hat so ein bisschen Probleme. Ja, natürlich. Aber das war gar nicht Shale, sondern Morrigan. So, dann nochmal das Ganze. Halleluja. Scheiß Magier. So, alle Einheiten jetzt darüber.
Holt sie her. Ich werde es tun. So, da hin. Stehen bleiben. Und Attacke. So. Das nutzen wir jetzt erstmal aus. Speichern. Dann kümmern wir uns um die Gebäude da hinten. Ich brauche unbedingt auf zu meinem des Quengnis. Das ist echt eine der besten Fähigkeiten, die es gibt. Kampfrausch. Und Vollgas. Beide macht das funktioniert seltsamerweise immer. Warum haben die mich jetzt zerlegt? Zu viert? Vorhin? Toll. Das war jetzt kein großer Pakt. Verdammte Axt. Na schön. Dann lasst uns weiter durchbrechen. Wobei ich gerade noch schnell schaue, was ich da für einen Kristall gefunden habe. Fehlerhafter. Mist. Schon unterwegs. Ich bräuchte mal einen ausgezeichneten oder exzellenten, sowas in die Art. So. Rechts, Tiefenlaurer. Eine Menge Tiefenlaurer. Dann holt sie mal her. Wir sind ja relativ einfach. Und Gott sei Dank auch nicht sonderlich gefährlich. Wie ihr meint. Großer Fehlerhafter, verdammt. Ich will einen großen Unfehlerhaften. Schön, Gruppenkonstellationsangriff. Ich bezweifle, dass wir da nicht gleich nochmal in der Falle tappen. Und der Teig der Edukens ist gefunden. Jetzt müssten wir schon wieder kämpfen. Mit vielen, vielen Tiefenlauern. Ja, dann kämpft ihr für dich. Ich finde es ein bisschen unbalanciert. Bei denen habe ich keinerlei Probleme. Also Magier. Krieg ich durch. Vor Schwierigkeiten. So. Dann geht's weiter mit denen da. Und dort vorne betreten wir den Teigeingang. Nämlich schon wieder etliche Tiefenlaurer herumliegen. Aber auch viele getötete. Ja, wirklich nur ein Schlag, glaube ich, ist das sehr lustig. Eine echte Gefahr bilden sie Gott sei Dank nicht mehr. So, Liliana, nochmal auf. Dankeschön. Was könnten wir denn da jetzt finden? Langschwert der dunklen Brut. Truhe, Truhe. Wir sind noch immer verdammt. So, genau dafür brauche ich unsere Liliana. Die kann ich einfach nicht weglassen. Und Morrigan genauso wenig. Tut mir leid für Okrin. Aber ich brauche einen, der den Schaden einstecken kann. Der ist ein Nahkämpfer.
Mit wenig Rüstung. Und wenigstens noch eine Ausrüstung hätte. Ja, ich könnte ihm zur Not noch die Ausrüstung von unserem Alistair geben, aber... Und das Schwert Yusaris, das war Stan geben. Wäre vielleicht noch zu was Nutzen. Ich denke eh, dass wenn wir hier durch sind mit diesem Teig, mal wieder eine Runde Sachen verkaufen gehen sollten. Einfach weil es zu viel gibt. Ha. Sind wir fast wieder beim Ausgang? Ich werde es tun. Dann mal los. Der Gesandte ist Ziel Nummer 1. Morgan. So, Geistschlag. Schön, schön, schön. Ach, der ist in diesem scheiß Gefängnis drin. Oh, der Rest ist nur ein Witz. Ich bin dein Schicksal. Ah, komm her, du. Sehr schön. Schauen wir mal, auf was wir Morrigan verbessern können. Ja, ich würde mal sagen, Magie. Steht außer Frage. Arkane Macht. Zermalmen des Gefängnis. Ach, da kommen wir lange noch nicht hin. Da bräuchten wir 3 Punkte noch. Massenlähmung wäre natürlich auch geil. Aber ich würde die so gern umskillen. Ich bin am Überlegen, mir die Mod noch zu holen, bei dem ich alle Fähigkeiten zurücksetzen kann. Weil es einfach scheiße verteilt sind, die Punkte. Hier, die ganzen 3, die sind verschenkt. Allgemein eigentlich. Den Punkt, den ich selbst da noch reingelegt habe, ist verschenkt. Die ganzen 5 hier. 4 hier rein. Da hätte ich sogar noch einen über, da kann man den da reinhauen. Hier, Blitz ist okay. Ja. Die hier unten sind einfach total für den Arsch. Verjüngung, Massenverjüngung. Massenheilung hat ja nur, genau das ist die Spezialfähigkeit, die hat ja nur Win. Ja. Dann bleibt mir nichts anderes wie das hier. Permanenter Zauberbonus. Der unsere Morrigan generell stärker macht. Und dann sehen wir uns hier wieder im nächsten Part. Bis dann.